Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Skyfight. Ich habe letztlich hier aufgehört beim Hauswein, beziehungsweise beim Stein abbauen, weil ich warten muss, bis da hinten die Bäume nachgewachsen sind. Jetzt habe ich mal geguckt, einer ist nachgewachsen, okay. Dann jetzt natürlich erstmal, ich glaube, ich baue gleich alles ab und setze hier nur noch Fichten hin. Ja, ich hab Fichten. Ach nein, das ist eine Akazien. Wie viel davon habe ich ja, das, oder das könnte sogar reichen fürs Bauen, oder? Ja, okay, doch, wenn ich das in Slabs mache, dann sollte das gehen. Dann kann ich zumindest da hinten schon mal das ganze Ding hier alles ausfüllen. Und ich werde es auch wie Lacke machen, dass ich da so ein bisschen so Rohholz stehen habe an den Seiten. Deswegen werde ich da nicht viel rumbauen, aber hier zumindest kann ich hier diese Fläche hier ausbauen. So, und ich hatte in der letzten Folge über das Thema Animes und Mangas geredet. Lese ich sehr gerne, gucke ich sehr gerne. Und mir gefällt es natürlich wegen der Abgedrehtheit, weil sie sind, ich meine, da passieren teilweise Sachen, die sind sowas von überhaupt nicht logisch und nicht nachvollziehbar, dass die schon geil sind. Und teilweise sind diese Dinge einfach nur so übelst kreativ. Da müsst ihr mal drauf achten, wie kreativ viele Mangas sind. Aber ansonsten so, mein Lieblingsanime, den ich zurzeit habe, ist Blackrock Shooter. Der gefällt mir wirklich extrem gerne, weil ich aus irgendeinem Grund interessiere ich mich ganz gerne für Psychologie und so ein Zeug. Und für die Leute, die Blackrock Shooter nicht kennen, also ich rede von dem Blackrock Shooter 2013. Das ist nochmal ein bisschen anders. Da geht es an sich eigentlich nur darum, es gibt irgendwie vier Leute, die quasi ein zweites Ich in einem Paralleluniversum haben. Und dieses Paralleluniversum ist aufgebaut auf den Gefühlen. Also wenn ihr zum Beispiel in diesem Paralleluniversum, ja, die zweite Persönlichkeit vom Hauptcharakter zum Beispiel, wenn der Hauptcharakter sich schlecht fühlt, dann geht's dem zweiten Ich in der anderen Dimension auch schlecht. So läuft das da ab und das ist einfach nur extrem gut gemacht. Es ist eine Menge Action, es ist sehr viel, ja, auch Psychologie und alles, und ist einfach alles extrem gut gemacht und mir gefällt es sehr gerne. Das ist vor allem schnelle Action, das ist etwas, was ich sehr gerne mag. Deswegen auch immer alle sagen, ich soll endlich mal Attack on Titan gucken, und auch wenn ich das Opening sehe, kriege ich da wirklich teilweise, also Gänsehaut schon. So schnelle Kämpfe gefallen mir wirklich sehr gut, deswegen mag ich auch keinen Dragon Ball vom Anime her, sondern nur vom Manga. Und zum Thema Attack on Titan, ich lese es und darüber beschweren sich alle, weil irgendwie findet jeder, dass es nicht so ganz gut ist. Also der Manga, nice, das war's wert. Da habe ich gerade eben den Kaktus kaputt gemacht. Also viele sagen wirklich, dass man bei Attack on Titan den Anime gucken soll. Mir ist egal, ich lese den Manga, der gefällt mir. Ist hier was gewachsen, Akazie? Nö, Fichten sind noch keine da. Ich müsste. Haben wir in der Allgemeintruhe sind ein paar Saplings. Crafting Table, Glowstone, Music Desk, Melon, Ever, Astropers. Nee, nix. Jedenfalls. Ach ja, Attack on Titan lese ich. Gefällt mir auch wirklich ganz gut. Ich finde die ganze Geschichte dahinter ganz cool. Eine Sache, die mir halt am Manga nicht gefällt, ist der Zeichenstil, da komme ich aber gut drüber weg. Also normalerweise, bei vielen Mangas ist es so, dass ich da halt wirklich mal reinblätter und der Zeichenstil mir schon sofort überhaupt nicht gefällt. Aber ich kenne auch genügend Mangas, wo mir der Zeichenstil nicht gefällt und ich sie trotzdem extrem liebe. Zum Beispiel Sexy Puzzle lese ich extrem gerne. Es ist, ich weiß nicht wieso, das ist so ein Anime, der hat was ganz Neues. Er hat eine neue Geschichte, auf die wirklich noch niemand gekommen ist. Und vor allem, also bei so einen ganz vielen so einen, ich sag jetzt mal Liebesanimes und Mangas, ist einfach der Hauptcharakter ein totaler Vollidiot. Und dann gibt's teilweise halt diese Stellen, wo in den meisten so einen Animes, wo halt eine Frage gestellt wird, die halt ihn in eine, ich sag jetzt mal, wie soll ich das jetzt sagen, in eine Situation bringt, die den Hauptcharakter verwirrt. Und in den meisten Animes ist es dann so, dass er irgendwie total abdreht, keine Ahnung hat, was losgeht, und dann passiert irgendwas anderes und alles ist abgebrochen. Und in dem Manga ist es nicht so, es ist insofern neu, dass
er dann halt antwortet. Und vor allem, ich mag den Hauptcharakter super gerne. Der ist halt, er ist halt kein Vollidiot. Er denkt nach und versteht auch vieles. Er versteht vieles und ja, also er ist abgedreht, wenn er, er hat eine besondere Neigung, sagen wir es mal so. Ansonsten, also ich sag jetzt nicht welche, ich sag euch einfach allen, liest diesen Manga. Und nein, es ist nicht das, wonach es sich jetzt angehört hat. Aber ich sag's nur, liest den Manga, er ist super gut, super lustig und die ganzen Charaktere sind cool. Oh, also Sexy Puzzle gefällt mir wirklich extrem gut. Ansonsten Mangas, die ich auch noch lese, sind natürlich standardmäßig Holy moly. Sind natürlich Bleach und Soul Eater. Soul Eater ist zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Folge aufgenommen wird, schon bald vorbei. Da sind 24 Bände raus. Das ist wirklich kurz vorm Endkampf. Der Anime ist ja schon vollkommen raus und ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll, dass der Manga aufhört. Ich finde es eigentlich sogar gut, weil, also, bevor ich jetzt irgendjemand beleidige, ne? Soul Eater ist grandios, gefällt mir wirklich gut und normalerweise habe ich auch einen Soul Eater Skin. Ich habe normalerweise den Skin von Kid. Aber hätte er bei Soul Eater jetzt weitergemacht, glaube ich, wäre es so geendet wie viele so eine Animes und wäre dann einfach nur noch Füller-Episode, also beziehungsweise auch im Manga halt nur noch Füller gewesen und nichts hätte mehr Sinn ergeben und alles wäre langweilig. Und so hat er irgendwie ein gutes Maß gehabt, das, und der Manga ist jetzt bald sehr rund und abgeschlossen. Und, der Cliffhanger vom 24. Band ist halt wirklich grauenhaft. Also, das kennt man sich ja sehr gut bei jedem Anime. Sie stehen dem letzten Kampf kurz gegenüber und genau dann bricht's ab. Boah! Also, ich verstehe natürlich den Sinn dahinter, aber trotzdem, das ist, boah, das ist schon arschig, muss man mal sagen. Ja, ich habe das Wort arschig benutzt. Aber trotzdem, ich mag Soul Eater extrem gerne. Auch das hat eine sehr kreative Story. Es hat, also, mir geht es jetzt sogar weniger um die Story, sondern eher um einfach die Charaktere, ne? Also, Soul Eater hat schon so ziemlich die coolsten Charaktere, die ich in einem Manga je gesehen habe oder auch in einem Anime. Und ich, ja, okay, ich kenne nicht vieles, aber ich kenne da schon, da gibt es schon eine ganze Menge coole Charaktere. Aber Soul Eater hat wirklich die coolsten und vor allem die abwechslungsreichsten. Und Soul Eater ist auch ziemlich der Anime und der Manga mit den meisten Personen, die wirklich, also beziehungsweise von denen, die ich kenne, die wirklich hervorgehoben werden. Also es gibt viele Animes, wo halt öfters mal viele Personen vorkommen und dann kommt für eine Episode eine neue dazu und die kommt dann ungefähr in drei weiteren Episoden vor oder nur für diese Episode. Und bei Soul Eater ist das nicht so, wenn du wirklich, da werden wirklich viele Charaktere wirklich oft einem nahegebracht. Also natürlich gibt es halt auch Charaktere, die nur einmal kurz vorkommen. Zum Beispiel in irgendeinem Dorf, wo dann später Kid kommt, kommt halt so ein kleiner Junge. Der hat natürlich nicht mehr viel, der hat natürlich dann später nicht viel mitzureden. Und aber trotzdem sind da halt auch, also es hat wirklich viele Hauptcharaktere. Und wenn du denkst, dass es nur drei sind, dann, also wenn man denkt, du kennst jetzt alle Charaktere, dann kommt plötzlich noch einer dazu, der wichtig wird. Und das gleiche auch mit den Bösewichten und trotzdem sind sie nicht übertrieben. Ich glaube, das Haus wird doch zu klar. Was? Ich höre auf, um zu meckern. Erst ist es mir zu groß, jetzt ist es mir zu klein. Ich sag dazu einfach nichts mehr. Wie gesagt, ich mache eher ein kleines Haus. Obwohl, ja, das ist schon winzig, ne? Das ist schon winzig. Also dann nochmal das hier. Oh nein, jetzt haben sich die Slabs connected. Egal. Jetzt das hier weg und dann hier weg. Und The Pride ist da. Yo, Bro. In deinem Haus spawnen Monster. Yo, guck. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Aber egal.
Arbeit gesagt. Mhm. Und ich... Nee, die Folge muss ich erst in 5 Minuten werden. Okay. Wo war ich denn geblieben? Soul Eater, Super toller Manga. Bleach hab ich irgendwann mal halt angefangen zu lesen. Lese es seitdem, finde das seitdem toll. Weil Bleach ist toll. Schlecht untergreifen. Bleach ist einfach toll. Und ich bin halt, ich bin ein großer Fan von Katanas, weil Katanas rule. Und in Bleach geht's, also haben Katana schon eine wichtige Rolle, muss jeder sagen. Noch so die ganze Geschichte und so gefällt mir. Die Charaktere sind nicht so meine Lieblingscharaktere, das muss ich sagen. Also da gibt's schon, also es gibt viele coole, klar. Aber es gibt schon so ein paar Charaktere, also es gibt schon, zum Beispiel ganz allein schon mal der Hauptcharakter ist nicht so ganz mein Lieblingscharakter. Ich finde ihn schlimm. Er hat schon was, aber er ist absolut weit entfernt, irgendwann mal einer meiner Lieblingscharaktere aus Animes und Mangas zu werden. Ansonsten, Manga, den ich auch gelesen habe, war jetzt Death Note. Und ihr bekommt von mir das gleiche, was ihr von jedem hört, der Death Note gelesen hat. Geiler Manga. Ich möchte in Death Note jetzt nicht spoilern, möchte auch jetzt nicht die Story erklären, sondern ich rede jetzt eher mit den Leuten, die Death Note kennen. Die Geschichte ist meiner Meinung nach ein bisschen vorhersehbar, aber der ganze Konflikt dahinter ist so geil und also der ganze Konflikt dahinter ist extrem geil, der ganze die Gedankengänge, die die teilweise haben, muss man sich dreimal überlegen, bis man sie erst gerafft hat. Und bei Death Note brauchst du erstmal eine halbe Stunde für ein Band. Das ist mir aufgefallen. Das ist natürlich keine halbe Stunde, aber für Death Note braucht man schon lange, bis man so ein Band gelesen hat. Das ist halt richtig viel Text auf eine Seite geklatscht. Ich bin eigentlich kein Fan davon, aber der Manga war einfach so geil. Wie gesagt, was mir daran richtig gut gefällt, sind halt die Gedankengänge und auch wieder. Obwohl, nee, die Charaktere mag ich gar nicht mehr so sehr. L ist halt cool. Also es gibt da wirklich nur 3 Charaktere, die ich mag. L, N und M. Und ich verstehe nicht, was... Warum mag niemand den... warum mag niemand Nier? Kann mir das jemand sagen? Ich persönlich finde... Nier ist bei mir persönlich weit davon entfernt. Also, ich finde ihn extrem cool. Er ist lange noch nicht so cool wie L, weil L war... Also L ist wirklich... Gott verdammt! So ein Scheiß. Das ist doch scheiße. Ich bin doch gecrouched. Ich beende jetzt gerade den Satz. Also, L ist wirklich der coolste von allen, aber auch N, finde ich, hat ein bisschen... Ich gehe mal lieber runter. Ich finde auch, N hat ein bisschen was von L. Er baut sich halt ja auch die ganze Zeit seine Städte und so und so. Das ist ganz cool, aber darüber rede ich höchstwahrscheinlich nicht in der nächsten Aufnahme. Da werde ich bestimmt mit jemand anderem zusammen drauf sein. Aber ich verabschiede mich dann von hier, ob ich morgen wirklich nie aufnehme. Ja, ist an sich eigentlich nicht schlimm. Hätte ich eh keine Zeit. Okay, dann, ja, tschüss.